um zu verstehen, wie das jetzt so genau funktioniert, ja, zeige ich Ihnen ein super einfaches neuronales Netz und an dem erkläre ich Ihnen, wie man diese Stellschrauben einstellt. Ja, und dann müssen Sie das Ganze nur noch hochskalieren auf 100.000 Parameter oder sowas und dann haben Sie Deep Learning. Also schauen wir uns mal das ganz einfache Beispiel an. Das ist das einfache Beispiel und das ist jetzt so ein ähnliches Bild wie eben. Ja, da kommt also links, kommt hier was rein, in diesem Fall einfach nur zwei reelle Zahlen. Das könnten also zum Beispiel zwei Merkmale sein von unserer Iris-Daten, von unserem Iris-Datensatz. Ich habe jetzt wieder vergessen, heißt es jetzt Petal oder Petal? Letztes Mal hatte mich jemand darauf hingewiesen, ich glaube Petal. Petal and Sepal Lengths, ja, diese Längen von den Blütenblättern wären zum Beispiel zwei solche Zahlen, die man da reinstecken würde. Und am Ende kommt irgendwas raus. Und das soll jetzt zum Beispiel eine Zahl sein, die ist groß, wenn das eine Iris virginica ist, und eine Zahl, die ist klein, wenn das eine Iris setosa ist. Also eine Zahl, die wir dann benutzen können, um automatisch zu klassifizieren. In diesem Fall allerdings nur zwischen zwei Klassen. Ja? Ich habe jetzt hier nicht 10 Outputs für 10 Klassen, ich habe jetzt nur einen Output und mit einem Output kann ich so zwei Klassen unterscheiden, indem ich sage, wenn die Zahl groß ist, ist es die eine Klasse, wenn die Zahl klein ist, ist es die andere Klasse. So. Dieses Netzwerk hier ist jetzt sehr einfach. Das heißt, diese Zahl hier, die da steht, an der Stelle, berechne ich jetzt also aus all diesen Sachen, wo Pfeile reinkommen. Ja, das ist also so ein Graph, wenn man so will, der mir sagt, wie die Berechnung vonstatten geht. Also um diese Zahl hier zu berechnen, wird die Inputzahl x1 mit einem Gewicht w1 multipliziert. Dieses w1 ist jetzt eine von diesen Schiebereglern auf meinem großen Mischpult. Ja. Und dazu addiere ich das Produkt des zweiten Inputs mit einem zweiten Schieberegler, den ich auch einstellen kann. Und dann habe ich noch einen dritten Schieberegler, das B, das heißt Bias, der wird noch dazu addiert. Damit kann man das im Prinzip noch irgendwie verschieben, das Ergebnis. Es könnte ja sein, dass meine Messungen sind ja alle positiv und unter Umständen kriege ich die Schieberegler nur so gebastelt, dass Iris setosa erzeugt mir Werte zwischen 10 und 20 und Iris virginica erzeugt mir Werte zwischen 50 und 100. Ja, dann habe ich da jetzt, kann ich nicht sagen, wenn die Zahl positiv ist, ist es die eine Klasse, wenn die Zahl negativ ist, ist es die andere Klasse. Dafür gibt es dann halt noch diesen Bias. Damit kann ich das ganze Ergebnis noch auf der Zahlenachse verschieben, sodass ich den Nullpunkt zwischen die Klassen lege. Ja. So, das heißt jetzt also, anders formuliert, dieses Ding ist der sogenannte Input Layer, die Eingabeschicht. Da gehen jetzt hier nur zwei Zahlen rein. Ja, bei diesem Image-Problem würde da ein ganzes Bild reingehen. Da habe ich also dann nicht nur zwei Inputs, sondern da habe ich vielleicht 100 mal 100 Pixel als Input. Ja, da würden also 100 mal 100 mal drei Farben würden da reingehen. Und in diesem Fall habe ich als Output-Layer nur eine reelle Zahl. Aber das könnten natürlich auch ganz viele sein, wenn ich ganz viele Klassen habe. Oder das könnten sogar so viele sein, wie ich Pixel habe, wenn ich vielleicht Bildsegmentierung mache oder andere Sachen. Das ist also sehr flexibel. Wie gesagt, das ist so ein einfachst mögliches neuronales Netz, was ein bisschen interessant ist. Okay? Diese Dinge heißen auch Gewichte. Das sind meine Stellschrauben. Das ist der Bias, eine weitere Stellschraube. Und das ist sozusagen die einfache Funktion, die ich jetzt berechne mit diesem neuronalen Netz. Ja, Sie sehen also, ein neuronales Netz ist also so eine grafische Struktur, ja, die mir irgendwie darstellt, wie ich etwas berechne. Also ich kann es entweder so schreiben als Formel W1 mal X1 plus W2 mal X2 plus B oder ich male so einen Graphen, wo ich dann eine Berechnung von links nach rechts mache und die Pfeile sagen mir irgendwie, wer mit wem verwurschtelt wird. Ja, also wer mit wem irgendwie was zu tun hat. Ja. Hier sehe ich zum Beispiel, dass W1 beeinflusst das X1, aber das W1 beeinflusst jetzt nicht direkt das X2. Ja. Ist in der Formel ja genauso. Das heißt, ein neuronales Netz, was man so hinmalt, ist typischerweise eine grafische Struktur, um die Berechnung darzustellen. So, warum heißt das Ganze jetzt auch neuronales Netz? Da habe ich jetzt kein einziges Slide zu, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Naja, inspiriert ist diese Struktur von einer Nervenzelle im Gehirn eines Tieres oder bei uns auch. Das heißt, das hier sind sozusagen die Inputs. Ja, das ist der Zellkörper von so einer Nervenzelle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die genauen Begriffe sind. Es gibt dieses Axon, so ein Hauptstrang. Und dann gibt es diesen Zellkörper. Und in dem Zellkörper wird sozusagen alles das, was reinkommt, aufaddiert. Die ganze Spannung, also der ganze Strom, der reinkommt. Und wenn das über einen bestimmten Threshold geht, dann feuert das Neuron selbst wieder. Und das kann man so auffassen wie so eine Berechnung, die hier stattfindet. Ja, da wird also alles aufaddiert, was reinkommt.
Und in dem Fall bei einer menschlichen Nervenzelle ist es so, wenn ich über einen bestimmten Grenzwert komme, dann feuert die Zelle auch wieder. Das habe ich jetzt hier weggelassen, aber typischerweise haben wir jetzt hier noch so eine Funktion, die das Ergebnis nimmt, ja, und zum Beispiel zwischen 0 und 1 wiederbringt. Das heißt, die Zahl kann beliebig groß werden, aber wir quetschen das immer zwischen 0 und 1. Und das ist so ähnlich wie dieses Feuern von einer echten Nervenzelle. Ja. Entsprechend kann man sich vorstellen, eine einzelne Nervenzelle hat natürlich nicht immer nur zwei Inputs, sondern die kann natürlich jetzt hier beliebig viele Inputs haben. Ja, und man kann sich natürlich vorstellen, diese Nervenzelle kann ein Signal erzeugen, was wieder in die nächste Nervenzelle reingeht, ja, sodass man also so eine ganze komplizierte Struktur damit basteln kann. Das ist also die Idee von diesen neuronalen Netzen. Man hat der einzelne Baustein ist wie so eine Nervenzelle, und indem ich das zu komplizierteren Netzen zusammenbastle, kriege ich also relativ komplizierte Effekte.